bei der Frage des Tages. Am 3. Juli, also nächste Woche Dienstag, findet zum zweiten Mal der Blitzmarathon in Münster statt. Im Zuge dessen haben wir die Münsteraner mal gefragt, was sie davon halten. Ich finde es korrekt, ich finde es gut. Wie ich heute Morgen im Radio noch gehört habe, wie gesagt, ab ca. 70 Stundenkilometer hat man keine Überlebenschance, wenn man vom Auto erwischt wird. Und von daher, die 70 Stundenkilometer sind schnell erreicht im Pkw, ohne dass man es jetzt großartig merkt. Ich finde es wunderbar, dass es ein bisschen reglementiert wird. Ja. Na, ich denke mal, dass das langfristig kein Umdenken erwirkt. Also wenn, muss man da mit anderen Maßnahmen vorgehen und wirklich an den einzelnen Bürger appellieren. Also jetzt einfach nur eine Blitzaktion, Geld abzocken und das ist es gewesen. Das hilft momentan, aber eben nicht dauerhaft. Ja, finde ich nicht sehr gut, weil ist zu intensiv dann die Überprüfung, wenn das den ganzen Tag über ist. Also, aber Moment mal. Vielleicht ist es doch gut. Ich weiß es. Ich bin mir nicht sicher. Also ich finde das eine gute Sache, weil doch oft viel zu schnell gefahren wird. Eindeutig. Und ich selbst habe Kinder und arbeite mit Kindern und denke, das ist schon eine gute Sache. Auf jeden Fall. Ich merke ja auch, dass es bei mir was bewirkt. Also dass auch ich dadurch tatsächlich vorsichtiger und langsamer fahre. Ganz klar. Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Wenn die Stadt in der Stadt was gemacht wird, ist doch in Ordnung. Ich finde, das ist eine sehr gute Maßnahme, um wirklich potenzielle Schnellfahrer einmal ein wenig auszubremsen. Eine gute Idee, die man durchaus mal wesentlich öfters durchführen könnte. Weil es den Gemeinden ja sehr schlecht geht in den Kommunen, halte ich das für eine überfallartige Abzocke. Genau, ja. Lieber vernünftig fahren. Besser oder nicht, normalerweise. Ne? Dann habe ich meine Ruhe, danach kann man sagen. Ich finde, wenn man sich an die Geschwindigkeiten hält, hat man nichts zu befürchten. Naja, wer also nicht geblitzt werden will, der sollte sich schon mal mental auf den 3. Juli vorbereiten. Ich wünsche der Polizei jedenfalls viel Spaß und Ausdauer bei diesem sportlichen Event. Bis dahin, gute Fahrt!